Los geht's, hallo und Hallöle, hier wieder live und direkt aus der Esche, euer Beatboy Dallas. Dieses Mal wird es die letzte Aufgabe sein für die Battles, deswegen mache ich nochmal mit euch. Eigentlich wollten wir eigentlich heute diese Freeze-Combo ansetzen, mir ist das aber teilweise ein bisschen auch zu gefährlich, wegen zu Hause, dass ihr mich dann nicht verletzt. Deswegen, und diese Aufgabe, die ich euch heute gebe, ist eine Aufgabe, die wirklich jeder mit Bravour und mit Kreativität lösen kann. Heißt, das letzte Battle, ja, es war ja immer pro Battle gab es ja immer von 1 bis 10. Ja? Manchmal waren die Videobotschaften von euch sehr zahlreich, dann wieder ein bisschen weniger. Probiert bitte wirklich mit Elan und mit positiver Energie daran zu gehen und wirklich ein kleines, wenn das eine Minute ist oder 30 Sekunden, das ist mir egal. Ihr könnt jetzt mit dem letzten, mit der letzten Aufgabe könnt ihr nochmal ordentlich Punkte aufholen. Ja? Bewertungsskala 1 bis 10. Wie ist die Aufgabe bewältigt worden? Wie viel Kreativität steckt da drin? Wie viel Eigeninitiative steckt da drin? Was habe ich euch immer gepredigt? Ihr müsst einen eigenen B-Boy-Charakter erschaffen. Heißt, ihr kopiert nicht das, was andere Tänzer machen, sondern ihr probiert Signature-Moves einzusetzen. Signature, eine Signatur, wie eine Unterschrift, dass jeder weiß, okay, der Move ist von Ali, der Move ist von Yi, der Move ist von und. Also, ne? Also Aufgabe für heute. Auch, wir gehen gar nicht nach unten, sondern wir bleiben oben. Wie hieß nochmal die erste Ebene beim Tanzen? Das war die Top Rock Ebene. Ja, Kickball Change, Indian Step, Salsa, all die ganzen Schritte. Ja, zweite Ebene war ja welche Ebene? Überlegen. Die Floor Ebene. Dritte Ebene war die Down Ebene. Vierte Ebene war die Air Ebene. Wir machen jetzt nur die Top Rock oder auch die Up Rock Ebene. Natürlich könnt ihr auch nochmal einfach wieder mal googeln. Was ist genau Uprocking? Was ist King Uprock? Was ist, wer ist Ken Swift? Wer ist B-Boy Why Not? Das sind alles Leute, die es wirklich verstanden haben. Wir betreiben einen Tanz, keine akrobatische olympische Form, sondern wir tanzen. Also, was macht ihr? Ihr kreiert heute oder in der Zeit von innerhalb einer Woche bis nächste Woche müsst ihr das spätestens abgeschickt haben, weil ab nächste Woche gibt es dann nur ein Video mit den einzelnen Preisen. Was es zu gewinnen gibt, komme ich gleich nochmal drauf. Also, ihr nehmt euch einen Schritt raus, ja, den ihr selber kreiert. Es muss gar keine Ableitung sein vom Indian Step, Change for Corner, Kickball Change. Da müsst ihr gar nicht, sondern es geht mir darum, dass ihr einen neuen Schritt erfindet. Ja, und da ist es auch wichtig, es muss gar nicht jetzt irgendwie ernst sein, sondern wenn man etwas kreiert, kann man das auch auf einer witzigen Art und Weise. Das Wichtige ist einfach, dass man ein bisschen auch über seinen eigenen Schatten springt. Das heißt, es darf einem nichts peinlich sein. Und wenn ihr den Schritt, keine Ahnung, The Riding Pony nennt oder der Water Smasher, ihr müsst jeweils einen Schritt erfinden, einen Schritt, ja, den aber gut ausgearbeitet, heißt, Füße sind im Einklang mit den Händen. Wie ihr die Hände setzt, ist auch euch. Will ich aber auf jeden Fall immer mal neue Skills sehen. Und wenn ihr teilweise auch ein bisschen Tanzart mischt, mit ein bisschen Popping-Schritte dazu oder ein bisschen Locking, das haben wir alles schon gemacht. Also, erfindet einen eigenen Schritt und probiert den wirklich schön auszuarbeiten. Haut einen geilen Song drunter. Und das Video braucht gar nicht länger als 30 Sekunden gehen. Ne? Ihr macht den Schritt kurz, erklärt anschließend entweder vor oder nach dem Schritt, erklärt ihr dann einfach nochmal genau, okay, was habe ich mir bei diesem Schritt gedacht, warum habe ich den so und so betitelt und darum geht's. Okay? Verstanden jeder? Ich denke mal schon. Also, was gibt es bei den Preisen zu gewinnen? Ich habe natürlich wieder ein bisschen ein paar Telefonate geführt für euch, macht das immer auch gerne, wie zum Beispiel erster Preis kriegt dann zum Beispiel einen Rucksack und ein Cap. Zweiter Preis ist ein Cap. Dritter Preis ist zum Beispiel ein Ball, okay? Gut, aber was ich jetzt noch einmal zum Ende zeige, das könnt ihr einfach zu Hause nochmal üben, ja? Darum geht's. Trotzdem, die Aufgabe ist das jetzt nicht, was ich euch zeige, sondern das, was ich gerade erklärt habe. Ich setze mal kurz meine Mütze ab.
Also, wir waren ja hier bei den Freeze-Kombos. Chair Freeze. Chair Freeze. Wenn ich jetzt wieder auf diese Position gehe und gleichzeitig meine Beine hochkicke und den Kopf zu der Hand ziehe, komme ich automatisch auf den Kopf. Also gucken, erst Baby Chair Position einnehmen, dann gerade ausrichten, anschließend den Kick nach oben setzen, gleichzeitig mit dem Arm im Einklang mit Beinen und der Kopf zieht zur Hand hin. Gucken, Freeze, halten, halten, jetzt kommt diese Bewegung. Zack. Wenn ihr jetzt wieder den Kopf nach links zieht, könnt ihr wieder auf den Freeze. Also, zack, 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 zack und wieder runter. Verstanden? Rote Birne, macht nichts. Feuerwehrmelderkommando. Also, Aufgabe verstanden und diesmal wirklich zahlreich. Bitte eure Videos nochmal als letztes Battle zu uns senden. Danke, bis dahin, deswegen euer Dali Minali, Chowi Kakaui.